allerseits willkommen zu diesem Produkttestvideo. Dieses Mal schauen wir uns von Archer die Pupillenabziehbilder an. Da gibt es mehrere Sets davon, für verschiedene Maßstäbe geeignet. Ich habe jetzt leider nicht ganz im Kopf, wofür die alle sind. Das ist jetzt für größere Maßstäbe, ich glaube von 1 zu 20 bis 1 zu 6. Also ihr seht, sehr große Pupillen. Interessant wäre das natürlich besonders, wenn man welche hätte für 1 zu 35 zum Beispiel. Da würden sich manche vielleicht leichter tun bei der Figurenbemalung, weil gerade die Augen, das ist so ziemlich die schwierigste an Figuren. Neben dem Gesicht, Kleidung und so, ja, kommt drauf an, aber ich sag mal, die Gesichtspartien, das was die Figur ja ausmacht, das ist halt besonders schwer wiederzugeben manchmal. Und da dachte ich mir, ich probiere das mal aus, lege mir so Abziehbilder zu und zeige euch mal, ja, wie das so funktioniert. Ich habe die vorher noch nie verwendet, ist also ein Erstversuch für mich. Ich habe jetzt hier eine Büste, die ist von El Viejo Dragon, ist eine Büste 1 zu 15 von einem spanischen Soldat im spanischen Bürgerkrieg. Genau, und den habe ich jetzt schon mal weitestgehend bemalt. Jetzt fehlen eben nur noch die Pupillen. Und ja, da ist auch so eine kleine Anleitung dabei. Hier sieht man das schön, wie ein Auge aussieht. Es fehlt eben oben und unten eine Sektion. Genau. Und das müssen wir uns hier ein bisschen zurechtschneiden. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Pupille sehr knapp ausgeschnitten und oben und unten eben einen geraden Schnitt gemacht. Das sollen eben die Bereiche sein, die von den Augenlidern eben überdeckt werden, gemäß dieser Abbildung hier. Anschließend lege ich beides ein bisschen in lauwarmes Wasser ein, damit sich das anlösen kann. Da dürften ein paar Sekunden reichen. Hier mit dem Pinsel lässt sich das relativ gut bewegen. So kleine Abziehbilder sind halt in der Handhabung relativ schwierig. So, jetzt habe ich hier auf der Pinselspitze das erste Auge und ich versuche das jetzt mal hier zu positionieren. Okay. Anschließend noch ein Tropfen Mikrosur drauf, damit sich das Abziehbild auch der Oberfläche anpasst. Genau, und dann möglichst nicht mehr berühren. Hier kann man das Ergebnis sehen. Vielleicht braucht es ein bisschen Nacharbeit später, gerade an den Augenlidern. Das wäre durchaus möglich, aber ich sag mal, der schwierigste Teil, die Augen, sind damit relativ leicht handzuhaben. Hier also das Ergebnis. Ich habe da minimal noch nachgearbeitet. Zuerst mal habe ich die Augen noch mit Glanzlack übermalt, damit die so einen leichten Glanz kriegen eben und damit die Abziehbilder geschützt sind. Und dann habe ich noch vor allem an den unteren Augenlidern noch mal ein bisschen Hautfarbe nachgezogen, damit die leicht überstehenden Abziehbilder da eben auch überdeckt werden. Im Großen und Ganzen finde ich, ist das Ergebnis recht interessant.
sicherlich besser wie das Ergebnis von mir, wenn ich es mit dem Pinsel versucht hätte. Andererseits muss ich sagen, die Anwendung von den kleinen Abziehbildern ist wirklich ziemlich mühsam und nicht einfach. Also ich würde es jetzt nicht, ich sag mal, Anfängern im Figurenbereich empfehlen. Ich denke, das würde doch ziemlich zu Frustration führen. Ich sag mal, gerade für größere Figuren, vielleicht Maßstab 1 zu 10, Büsten und so weiter, da ist der Gebrauch vielleicht ein bisschen einfacher. Sollte es solche Abziehbilder auch für kleinere Maßstäbe geben, zum Beispiel 1 zu 35, dann denke ich, dass das aufgrund der, ja, ich sag mal, Pupillengrößen, mit denen wir es da zu tun hätten, das Ganze doch etwas fragwürdig wäre. Also ich habe mich jetzt hier schon ziemlich bemühen müssen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre noch deutlich winziger, ich glaube, ich hätte es nicht hinbekommen. Zumindest nicht auf Anhieb. Deswegen denke ich, für große Figuren ist es nützlich, für alles andere eher weniger. So viel zu dieser Produktvorstellung. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.